Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben es wissen, ein paar Tage nach Weihnachten und schauen dementsprechend mal, wie es unseren Bewohnern jetzt ein paar Tage nach Weihnachten geht. Es ist 10 Uhr am Morgen und zuallererst schauen wir allerdings erstmal auf den Spendenbrunnen und sammeln Spenden an. Das ist wie immer so eine Tradition und vor allem das Wichtigste, denn Geld regiert die Welt, wie wir es wissen. Während wir Spenden einsammeln, will ich es auch gleich mal ankündigen. Ich glaube, ich habe es für den Part versprochen, aber nächsten wird es passieren. Im nächsten Part wird ein, neuer Bewohner dazu kommen, denn wir werden ein paar Mies hinzufügen. Natürlich auch Abonnenten zum einen, aber eben auch, andere Mies aus dem Internet, kuriose Mies, lustige Sachen. Und da werden wir das nächste Mal einen hier in das schöne Tomodachi Live auf jeden Fall hinzufügen. Da könnt ihr mal sehr gespannt sein, wer dann kommen wird. Das ist noch eine kleine Überraschung. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, und dann sind wir auch mit dem Geld hier fertig. Und schauen wir mal, wie viel Geld der so seriös aus mit dem Anzug. 742, nee, 169 insgesamt haben wir 742. Sehr schön. Das mal. So, da haben wir zwei schöne Ereignisse. Noch ein Ereignis gibt es am Brunnen. Im Morgenmarkt, okay. Kann man noch gleich mal vorbei, was es da Nettes heute gibt am Morgenmarkt. Schoko-Croissants. Oh ja, die sind günstig, da kommt erstmal einige ein. 50 Stück kaufen wir. Dann haben wir genug. Früh aufgestanden wurde Schoko-Croissants. Da haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Günstig viel. Muss es. Magische Momente, lass dir von einem erstklassigen Magier faszinieren. Oh mein Gott, ein Magier ist da. Dann haben wir uns halt mal einen Magier an. Kröte ist der Magier, okay? Oh mein Gott. Da bin ich aber sehr gespannt, was es hier jetzt geben wird. Fokussiere deine magische Energie und richte deine Handflächen auf den oberen Bildschirm. Okay. Was ist denn oberen? Mach. Keine Ahnung. Konzentrier dich. Also ich tu grad, Es funktioniert. Genauso. Machen wir grad mal gar nichts. Genauso. Sehr interessant, okay. Kann boah. In einer miesen Lage. Aber da kommt er sicher wieder raus. Ja, es hat nicht gerade erst eine miesen Lage. Aha, und wann wird gesehen, wie er wieder rauskommt? Also das machen wir auf jeden Fall nochmal. Magen des Momentes, schauen wir mal, was jetzt passiert. Meine Herren, oh, da gibt es mehrere Sachen, sehr schön. Haben wir einen Freiwilligen im Publikum? Ja, ich bin der Freiwillige. Wie wäre es mit dir? Du siehst aus, als hättest du ja, let's go, es will unbedingt. Fokussiere deine magische Energie und richte deine Handflächen auf den oberen Bildschirm. Aha. Entspann dich, ganz ruhig. Ui. Spüre deine Magie. Es ist gut, dass du die spürst, meine Magie. Spüre meine Magie. Konzentriere dich. Bin genauso. Ui. Kelly ist in einer miesen Lage, aber da kommt er sicher wieder raus. Da bin ich auch sehr optimistisch. Mein Speiseplatz ist bald voll, ist ja nicht gut. Sehe ich gerade, ich kann auch leider kein so ein Riesenpart werden aus Gründen. Gar nicht gut. Okay, cool. Also einmal machen wir noch. Schauen wir mal, wer jetzt dran ist. Meine Damen, meine oh, jetzt sind wir andersherum. Jetzt hat Sandy befreit. Macht das Ganze mit Kröte. Haben wir einen Freiwilligen im Publikum? Ist ja witzig. Wie wäre es also, das ist cool. So, jetzt geht mal wieder in meine normale Szene rein. Man könnte nämlich auch mal in meiner Kamera sehen, was sie gerade eigentlich macht. Ich muss den hier machen. Wenn sie es sehen, es geht zwar aus meinem Fähigkeiten Rahmen hier raus, aber ist ja wurscht. Lass die Kraft durch deine Fingerspitzen. Ne? Es funktioniert. Das ist was Schönes. Ganz ruhig. Genauso. Schön. CST ist in einer miesen Lage, aber da kommt sie sicher wieder raus. Hat Spaß gemacht. Ja, jetzt ist es ein bisschen anders darum. Das da war sehr witzig. Ist sehr, sehr cool. So. Dann sind wir noch bei ein paar Bewohnern vorbei und sagen die mal alles ein Papierchen. So, einmal will Fabi etwas. Schauen wir nochmal, was Fabi heute will. Wo
warst du die letzten 3 Monate? 3 Monate, ich war öfters da gewesen. Nicht so, dass dem nicht so ist. Lass mal ganz sehr klar stellen hier. Ein Bad nehmen. Ei. Was willst du denn dazu? Shampoo oder was? Badeset. Ich glaube, es ist etwas, was er haben müsste, wenn er ein Bad nehmen will. Macht Sinn. Also gut. Würde ich zumindest wollen. Macht es. La, 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 la. Ach du Heilige. La, 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 la. La, 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 la. Schön. Nehmen wir das auch mal in groß, was da abgeht. La, 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, jetzt la, sehen la, wir Fabi beim Baden zu. Schön. Was will man mehr? La 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 la. Und vieles, was man mehr will, ist das. La 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 la. La 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 la. Okay, wir belassen es einfach mal bei dem. Ich glaube, das ist für uns alle besser. Das hat gut getan. Das freut mich, dass es dir gut getan hat. Ja, da ist jetzt Handtuch herumsteht. Finde ich so witzig, muss ich sagen. So, dann werden wir es hinhalten. Yay! So, sehr gut. Dann will Sestria will noch was. Schauen wir doch mal. Ja, sorry, ihr braucht's mich nicht alle dafür zu haten, ich mach's dann selbst, okay? Ist halt ein bisschen selbst dafür. Du hast Hunger, ja, dann geben dir doch gleich ein zündig Croissant, was ich gekauft habe, würde ich sagen. Gibt's denn das? Der dabei. Schauen wir doch mal, ob ich glaube, das war nicht das, was es eigentlich gekauft hat, aber ist ja wurscht. Schmeckt ihr ziemlich lecker, okay. Gut, gut, gut. Und dann, irgendwer wollte noch was hier, gehen wir, glaube ich. Boah, was machen die da denn? Die tun Sachen werfen. Crazy shit. Und Sachen jonglieren. Ich hab in das Hulemach jongliert. Jetzt bist du wütend. Was geht denn bei dir ab? Ich habe mich mit Kahn gestritten. Ich bin so wütend. Ach, das war ein Streit. Mir wirft's also mit Sachen. Ertragt's euch, wäre jetzt auch mal eine Idee. Lieber erstmal mich zu beruhigen. Okay. Du willst was zum Essen. Gib mir ein Stück Pizza, das sollte dich beruhigen. So viel kann ich nicht essen. Ich habe mich mit Kahn gestritten. Ja, ist okay. Du willst was anderes. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ja, okay, okay. Dann geh baden, I guess. Bad beruhigt. Also gut, ich gehe dann mal baden. Danke, sowas hilft dir, aber klasse, zwei Leute, die da baden waren. La, 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 und er soll auch wieder fett singen. Wir singen immer alle in der Badewanne, das ist wirklich sehr oft. La, 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 das ist schlimm. La, la, okay, belassen wir es. Mal bei dem. Ich glaube, es ist besser für uns alle. Hast du es jetzt beruhigt? Sehr gut. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob ja, dann hoffen wir mal, dass ihr euch jetzt auch vertragen könnt. Hier, bitteschön, wenn ich mir so viel Mühe mache. Wir haben beide dieselben Hüte, was ja nicht ging. Es darum. Sag's, wie es ist. So am Bein gerade, das ist so schlimm. Du kommst jetzt. Ich wollte mich noch anschauen wieder. Neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Sehr gut, das klappt da super. Also unironischerweise hat es ganz ironisch angehört, aber es klappt tatsächlich super, das ist gut. Und er ist ein bisschen zufrieden, es ist gut gelaufen. Wir haben uns vertragen. Vertragen, sollst du aber trotzdem noch, als wenn die Welt untergehen wird. Standard bei dir.
Ein kleines Dankeschön. Immerhin bekomme ich ein Dankeschön. Ui, Hustensaft, der nicht mal krank wird, ne? Kann ich den benutzen. Sehr schön. So, wir können festhalten, es ist viel passiert heute. Allen voran der coole Magier, der da war. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!